Ja, Arbeitsplatz freimachen. Piss dich, Junge. So. Jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich wieder trinken. Schön. Ja, wunderbar. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty, auch wenn ich noch nicht drin bin. Zusammen mit Gurga, Fiste und Utwin. Und Utwin. Hey. Alter, mein Hals, Digga. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Das lädt jetzt gerade echt übertrieben lang. Dann kann ich nicht spielen. So, na gut. Oh, jetzt bin ich wieder dran. Brunnen-Senpai. Beigetreten. Ja, ich kann wieder trinken. Nice. Tatsache. Ah. So. So, dann habe ich mir hier geile Fladenbrot rausgenommen aus dem Lager. Die gönne ich mir jetzt doch einfach mal. Schön. Ja, dann bauen wir mal eine Palisade weiter. Guck mal, und wenn unsere Kinder spielen. Ist mir doch egal. Vor allem, weißt du, was das Bizarre ist? Prezi-Boy sieht aus wie ein Mädchen und meine Tochter Raklava sieht aus wie ein Junge. Stimmt. Voll Idiot, ey. Ich würde sagen, vom Gesicht haben die genau das gleiche Modell, die haben bloß andere Kleider. Aber stimmt, warum haben wir die so angezogen? Egal. Wahrscheinlich wollen die Entwickler hier so ein Zeichen setzen gegen. Nee, ich glaube, das war das ist so. So. Ein Bug. Ich bin ja, weil ich sagen, weil ich glaube, das ist eher so, meine Frau hat wahrscheinlich einfach Überrestklamotten da weitergegeben als Kind. Okay. Die Kinderklamotten, die schon seit 30 Generationen weiter vererbt wurden. Alter, und nie gewaschen worden. So, gehen wir mal die Palisade weiterbauen. Ach, die Tür buggt hier jetzt in der Näherei hier. Oh. Aber ich glaube tatsächlich, dass Kinder wahrscheinlich einfach immer ein dasselbe Modell haben und dann zufällig mit der Kleidung durchswitchen. Jetzt muss ich kurz gehen, Entschuldigung. Ja, ist richtig. Ach, ich habe keine Holzstimme wieder. Mann, wieso habe ich keine Holzstimme? Denk dann nicht alles nehmen. Ja, ich gehe selber fällen. Ah, okay. Hast du nochmal eine Axt? Selbstgefällig. Für mich? nee, aber du kannst in die Schmiede kommen, dir eine abholen hier. Okay, cool, danke. Mach ich gleich. Eine Umleitung, wie abwegig. Ein Baum fällen, wie selbstgefällig. das Fleisch hat die Tür nicht. Beweist Unabhängigkeit vom Rahmen. Das ist auch ein schöner Spruch. Mein Gott, ey. Was habt ihr denn so am Wochenende gemacht? Ups. Ich war gestern auf dem Geburtstag von meiner Tante. Mhm. Wie alt ist deine Tante geworden? 58. Hat die einen Mann? Ja. Okay. Guck, wollte sich warum ist das wichtig so? Wollte sich einfach mal einheiraten jetzt, ey. Also, weißt du, die Frage nach dem Alter verstehe ich ja noch, aber so... Keine Ahnung. Ich habe versucht, da die Unterhaltung fortzuführen, Mann. Es gibt, sagen wir es mal so, Kurga, es gibt einen Augenblick, an dem Smalltalk sehr schnell zu weird wird, quasi, so im Sinne von, okay. Du brauchst nur eine Frage stellen und schon kann das komplett abdriften. Hier, der Nagel. Das bin ich, oder? Ja. Ja, ich bin ein bisschen weiter draußen. Du bist sehr weit weg. Mittlerweile kann ich auch wieder, ich könnte mal den Strohhut ausziehen, wie ein anderer. Wochenende ist gleich saufen. Okay, alles klar. Hat die Mann, Alter. Also, mich hat's einfach interessiert, okay? Ich würde mich jetzt interessieren, was hättest du da als nächstes gefragt, wenn ich Nein gesagt hätte? Ich gesagt, braucht sie, für sich. Will sie einen. Eine Nummer geben? Ja. Will sie einen? Hier deine scheiß Aktie. Dankeschön. Will sie ein? Ach Mann, ey. Okay, gut. Das hätte ja, Geburtstagsfeier. Okay, das hätte wirklich so ein Gespräch sein können, wenn sie so übel reich wäre oder sowas. Also hat die einen Mann? Will sie vielleicht noch einen? Jeder, der im Westen wohnt, jeder, der westlich von Thüringen wohnt, ist doch steinreich. Okay. Jetzt sieht das so ganz cool aus. NPC, woher wisst ihr, dass der Spieler hier war? Ach, der Spieler kann, ballert den Walter gerade weg, weil er es kann, ja. Koga, einer unserer Holzschuppen ist kurz vor dem Zusammenbrechen, sehe ich gerade. Welcher ist denn das? Der Holzschuppen? Ja, der Holzschuppen 2. Der hat nur 4,3% Zustand. Der wird nur noch mit Luft und Liebe zusammengehalten. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Ast, der da steht. Was denn für ein Holzschuppen? Also, das sind die Holzfällerhütten bei uns. Eine von den beiden müsste ziemlich ramponiert sein. Okay, da wird es wahrscheinlich die erste sein, die wir gebaut haben.
Ich guck mal eben. Die wir vor Äonen, das war glaube ich das erste Gebäude, was wir mitgebaut haben. Aber das sieht okay aus, die oben. Ich glaube, das müsste die da unten bei dir sein, oder? Ach, warte mal, da kannst du wirklich daran sehen, weil vorhin ist mir wirklich ein Baum weil auf der das Baum Ding drauf gefallen ist. Ja. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Nee, aufs Dach gefallen, das dachtest du dir. Ja, ja, okay. Oh Mann. Gott, steh mir bei. Boah, ich habe jetzt so ein Guilty Pleasure für mich entdeckt auf YouTube. Und zwar höre ich während der Arbeitszeit so Templar Marching Charms irgendwie die ganze Zeit. Irgendwie so, das sind einfach nur Marschiergeräusche von Templern in Rüstungen und ein einzelner Templer singt. So irgendwie so ein auf Latein und man hört so einen Regen fallen so leicht. Das habe ich so für mich entdeckt irgendwie. Da kann ich mich voll gut konzentrieren und fühle mich episch dabei. Okay. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, ich bin zum Christentum konvertiert. Von welcher anderen Religion? Vom Atheismus. Achso, okay. Mhm. Wenn ihr euch eine Religion aussuchen müsstet, welche wäre das? Boah. Die ich schon hab. Ach, du bist gläubig? Oder ja, getauft oder ja, so? Ja, das bin ich. Okay, krass. Ja. Also ich, tatsächlich, das Dach hat's ja hier völlig zerlegt, Alter. Scheiße, ja, ich bin gerade noch ein bisschen am Bäume fällen, ich mach gleich ein paar Bretter dafür, die wir dafür brauchen. Brauchen wir Bretter? Tatsächlich, wir brauchen Bretter dafür, ja. Also ich würde wahrscheinlich den Buddhismus wählen. Okay. Weil ich glaube, war das nicht im Buddhismus, war es doch so, da glaubt man doch an die Wiedergeburt, oder? War es nicht irgendwie so? Ja. Im Hinduismus glaube ich auch, aber im Hinduismus so, je nachdem wie gut du dich in deinem Leben verhalten hast, wirst du halt einfach als was Gutes oder halt, wenn du scheiße warst, dann wirst du halt irgendwie als Kakerlake oder so wiedergeboren. Irgendwie so war das da. Da muss ich an unseren Knights of Honor 2 Spielstand denken. So, wo ich halt als, ich weiß nicht, was das für ein Reich nochmal war, da in Westafrika, Asriya. Und dann dachte ich mir so, komm, lass mich schnell sterben, damit ich schnell als was Gutes wiedergeboren werde, sozusagen. Das Königreich Jerusalem. Also bevor ich jetzt so eine Entscheidung treffen würde, würde ich mich erst noch mal über Religion informieren, wahrscheinlich. Ich finde auch ganz cool, oh Mann, ich bin hier so weggebackt und hingeflogen mit dem Scheißesel. Ich finde ganz cool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Das Ei. Ist so eine Kurzgeschichte. Die wurde auch mal von Kurzgesagt. Das Video habe ich gesehen, ja. Die Ansichtsweise finde ich auch. Ey, lass mich das reparieren, Notwendig. Oh, das hat doch gar nicht. Ich wollte nur mit einem Dach anfangen. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon komplett fertig ist nach 3 Brettern. Na gut, egal. Jetzt hast du es gemacht. Na gut. Ja, Tim, erzähl weiter. Das Ei. Den Glaubensansatz finde ich auch ganz cool, eigentlich. Hm. Und wenn ihr euch eine Religion ausdenken könntet, wie würde die jetzt aussehen? Wenn ihr quasi der Prophet seid, was wär eure Religion und wie? Alles voll mit 3 möpsigen Weibern, Alter. Geil. Es gab in Game of Thrones mal irgendwie so ein Quote von Tyrion, der gesagt hat, nee, oder Varys hat das, glaube ich, zu Tyrion gesagt, dass es irgendwo eine Insel in Westeros gibt, auf der die Menschen an eine 11-tittrige Göttin glauben. Stimmt, ja, ich erinnere mich da an was. Zu viel. Eine Göttin mit 11 Zitzen. Das finde ich ein bisschen zu viel. Und aus jeder Zitze kommt irgendwie eine andere Flüssigkeit. Honig, Milch, Bier, Met, Wein, Wasser. Also ist die quasi das Bargestell dort. Die hängt da so quasi in der Bar hinten dran, dass dich der Barmann bedienen kann, oder wie? So. Ja, es gab auch eine Quote, wo Tyrion irgendwie gesagt hat, warum müssen die Götter immer irgendwie so den Tod fordern? Wo sind die Götter der Titten und des Weins? So. Da wäre ich auch voll dabei irgendwie. Muss ich sagen. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Wobei Apollon war doch... Nee, Apollo? Apollo ist doch... Apollo war, glaube ich, ja... Doch, Wein. Nee, Dionysos war für Wein. Ja, Dionysos, genau. Dionysos. Apollo war doch hier der geflügelte. Nee, Hermes war der Götterbote, aber Apollo war doch trotzdem der mit den. Ares war der Kriegsgott. Aber Apollo war irgendwie mit dem. Apollo war irgendwie mit Bogenschützen verbunden, das weiß ich noch von Age of Mythology. Ja. Na Moment, wenn du deine Mythologie bist, ohne Scheiß, im Age of Mythology war meine Quelle damals, mich für die Antike zu interessieren in meiner Kindheit. Also das ist war der ausschlaggebende Punkt. Das stimmt, das stimmt. Das hatte ich auch gehabt. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mich so voll für die griechische Mythologie und so interessiert habe. Halt nur weil ich Age of Mythology gespielt habe. Da muss ich auch für ein Recht geben.
das hatte ich auch. Ja, aber mal no joke, so also meine Geologie, Geologie sag ich schon, so Geografiekenntnisse, ne? Hm. Okay, ich glaube... Okay. Das sind ziemlich aufregende Geografiekenntnisse, würde ich mal sagen. Okay, ich bin tot. Ich hoffe, dass es den Esel jetzt nicht erwischt hat. Müssen wir neu laden. Nee, wir kaufen einfach einen neuen. Apollo war der römische und Hermes war der griechische Pantheon, im griechischen Pantheon. Ja, Apollo gab's auch für was war denn nochmal? Ja, aber was war denn nochmal? Also, die mussten ja irgendwie eine Bedeutung haben, die Götter. Wofür standen die denn? Wenn Dionysos der Gott des Weins war und Ares der Gott des Krieges und so, was war Apollo dann? Also, hier, das weiß ich gerade nicht mehr. Der gegensätzliche von, also der römische Gott zu Ares war eigentlich Mars, der Kriegsgott. Also das war ziemlich Apollo. Ja. Apollo war ein Griechischer, soweit ich weiß. Aber war Apollo nicht der Gott der Jagd? War das nicht der Gott der Jagd? Nee, das war doch, glaube ich, hier, Artemis war die Göttin der Jagd. Also ich bin gerade überlegen, Apollo war aber auch irgendwas in der Richtung. Irgendwie Licht, irgendwas mit Licht oder Sonne. Sonnengott, ich glaube, der war der Sonne. Irgendwas mit Stimmt, Sonne. Da, also ich, genau. Jetzt Apollo war der Gott der Reinheit und Mäßigung. Na gut, okay, es geht auch in die Richtung. Ja, aber Sonnengott, das kenne ich auch aus dem Film Troja. Weißt du, also meine Geografiekenntnis habe ich auch ausschließlich aus Spielen wie Crusader Kings oder Europa Universalis. Wobei jetzt schreibt Wermut, Apollo war der Sonnengott. Was denn nun? Ich habe auch irgendwas mit Sonne im Kopf, aber es gibt bei den griechischen Göttern sowieso sehr viele. Also die haben sehr viele Bereiche, Zuständigkeitsbereiche. Das sind so Filialleiter von ziemlich vielen. Ja, genau, die sitzen jeden Montag irgendwie da bei Zeus im Meeting Alter, und müssen erstmal aus ihrem Bereich so. Einfach so eine Serie wie bei Office, einfach nur mit den griechischen Göttern besetzen. Das ist einfach so ein Büro, einfach nur. Ja. Junge, das stelle ich mir so geil vor. Und Zeus so als CEO. Und die Titanen, so Kronos und Uranus, sind so diese Obdachlosen, die im Keller sich eingenistet haben irgendwie. Ich finde das so geil, Mann. Und alle Frauen so irgendwie, Dito und so, das sind Sekretärinnen von Zeus und Zeus flankt die halt einfach jeden Nachmittag irgendwie. Ich wollte gerade sagen, Zeus nimmt sich jeden Tag irgendeine andere, weil der hat ja, das ist ja in der ganz ohne Scheiß in der griechischen Mythologie, irgendwie jeder zweite Grieche ist irgendwie ein Halbgott, weil der Sohn von Zeus, weil der irgendwie alles genagelt hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ja. Richtiger Banger, der Typ. Ja, ich kann doch hier einfach sehen. Esel? Nee, wir haben noch drei. Perfekt, der Esel wurde nicht vom Berge gekillt, da kann ich mir einfach irgendeinen anderen nehmen. Nice. Unter anderem war er... Entschuldigung. Ja. Nee, mach du das. Ich schreibe auch gerade, dass Artemis Gott der Jagd, Apollo Gott, Sonnengott war. Sonnengott war aber Helios. Das weiß ich aus Siedler 3. Wobei man muss jetzt aufpassen, dass man nicht griechische Götter und römische zusammenwirft. Ne? Das sind glaube ich, Unterschiede da. Ja, also ganz ohne Scheiß, die römischen Götter, die haben einfach die griechischen gesehen, die haben STRGC und STRGV gedrückt und einfach die Namen umgeschrieben. Beim Tempelbau schon überlegt, okay, wen machen wir jetzt hier? Die römischen Götter sind einfach dieses Meme von wegen, hier darf ich deine Hausaufgaben abschreiben. Ja, genau. Lass es so aussehen, als wärst du selbst drauf gekommen, ne? So, genau dieses Meme. Okay. Schreib's ein bisschen anders. Wollen wir uns mal um die Holzhämmer und die Zwiebeln kümmern? Dass wir mal das Quartiermeister-Ding fertig machen? Ich kann mal die Holzhämmer herstellen. Die Zwiebeln kriegen wir bestimmt schon irgendwie und die suche ich einfach mal in irgendeiner Stadt. Weil wer weiß, wie lange wir die Quest noch haben dürfen. Ist ein Limit? Ein Zeitlimit? Für manche Quests gibt es ein Zeitlimit. Ich weiß bloß nicht, ob für die. Tagebuch war's. Quartiermeisters Lehrling, Holzhammer und Zwiebeln. Ich hatte so Glück, als ich von dem Bär fliehen wollte, habe ich so einen Jump auf so einen Stein gemacht und habe mich halt auf die Fresse gelegt und bin dadurch halt vom Esel gefallen. Hat der Bär nur mich gekillt, aber nicht den Esel. Glücklich. Das war wirklich 10 von 10 Luck. So, da sind wir wieder. Holzhammer. Holzer. Helios war der Lenker des Sonnenwagens. Auf gut Deutsch hat er die Sonne gezogen. Alter, wenn der mal in die Verkehrskontrolle kommt. Frage ist, bei wem, Alter? Dann wird er von Zeus geblitzt. Ne? Weißt du, so Zeus aus Langeweile, ich stelle mir wie so ein ultramuskulöser Typ mit weißem Bart und lockigem Haar da so an so einer Straßenhaltestelle steht oder an so einer Kamera mit so einem Polizeiauto, wo einfach ein griechischer Götterverband oder sowas drauf steht, keine Ahnung. Und dann so einfach so random Fotos schießt von den Autos, die da vorbeifahren.
Nee, das wäre schon Olympia schön. OLPD. Olympic Loyal Police Department. Police Department. Olympic Police Department. Ja. Das ist ja nice. Ja, übrigens oben links wieder irgendwelche Probleme. Ach, schön. Also nicht schön, aber. Ja. Wenn ihr Mangel an Dünger habt, sammelt im Frühling doch Beeren und gebt die in den Komposter. Da gibt's auch viel raus. Ja, aber so. Ich glaube, die Jungs sammeln da schon fleißig Beeren ein, wenn sie welche finden. Oh, wir finden, glaube ich, vor allem. Ich nehme mal die Gammelzwiebel mit, die sollten auch reichen für die Quest. Ja, es reicht. Nice! Tim, wenn du willst, wir können die Quest mit dem Quartiermeister abgeben. Also du bist gerade zu. Ah, du bist in der Mine, alles klar. Ich bin in der Mine, ja. Aber ja, können wir dann gerne machen. Ich hoffe, dass die nicht kaputt gehen bis zum Jahreszeitwechsel. Alter, what the fuck? Dionysos ist mein Liebling. Ursprünglich ein Halbgott, ist seine menschliche Mutter gestorben. Papa Zeus hat seinen Oberschenkel aufgeschnitten und das Kind darin ausgetragen. Dadurch wurde der Bub zum vollwertigen Gott. Was damals wohl, was die wohl damals geraucht haben, ey. Junge, das ist auch abgefahren, Junge. Hat Zeus hat Dionysos in seinem Bein ausgetragen. What the fuck, Alter? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich stelle mir das so vor, wie Zeus den Hermes wegen so einer Lapalie übelst anschnauzt und dann der Hermes so, wow, Zeus ist dir, ach ja, schön, die Hormone. Die Hormone. Darf ich mal fühlen? Dann fühlt er so an seinem Oberschenkel da. Weißt du, so sein rechtes Bein, sein rechter Oberschenkel einfach so aufgebläht, Alter, kann kaum auftreten. Ich frage mich dann halt, wie der entbunden hat. Durch den Fuß wahrscheinlich. Ist einfach runter ins Schienbein, durchs Schienbein durch und dann aus dem Fuß rausgetreten. Ausgetreten. Jawohl, ey. Dieser unangenehme Moment, wenn man feststellt, dass seit fast einer Stunde ein Livestream läuft. Ach ja, das macht doch nichts. Besser, als wenn du das feststellst, wenn er schon wieder vorbei ist. Das wäre mir peinlich, da würde ich mich nicht mehr draußen blicken lassen wollen. Das ist ja richtig peinlich. Ist ja noch peinlicher als ich Samstag in der Apotheke. No Scheiß, wollte ich das schon sagen, genau, no shit. Als du das vorhin erzählt hast mit der Apotheke, habe ich auch irgendwie überlegt, so, ob ich irgendwelche ähnlichen peinlichen Erlebnisse schon mal hatte. Ja. Mir sind irgendwie keine eingefallen bis dato. Echt? Boah. Nee. Da hatte ich irgendwie Glück. Bisher. Liegt auch einfach daran, dass ich wahrscheinlich 6 von 7 Tagen dieses Haus nicht verlasse, also. Lol. Koga spricht Fakten. Ah, jetzt ist schon. So. Da gucken wir das mit. Schon dunkel draußen? Ja, so langsam geht es wahrscheinlich in Richtung Sonnenuntergang, wie es aussieht. Wie spät haben wir es? 18.11 Uhr, ja. Es wird dunkel. Dunkelne. Ich hab den Tag irgendwie nicht geschafft. Dunkelne. Du hast die Holzhammer und Zwiebeln geholt. Gut, ich hab die Holzhammer geholt und die Zwiebeln, ja. Und sonst bin ich ein bisschen im Dorf rumgelaufen, ein bisschen gecheckt, ob irgendwo was Sache ist. Du kannst, wenn du nichts zu tun hast, kannst du mir gerne Holzstämme rankarren, damit ich die Palisade weiterbauen kann. Wo bist du gerade? Ah, am Waschzuber. Ich wasch mich gerade. Scheiße. Ich stell mal vor, du bist. Ich gucke, er steht da so nackt in diesem Zuber, Wäscherrad, sein kleines Ding-Dong, und ruft dann irgendwie so nochmal: Ey, wenn du nichts zu tun hast, kannst du mir ein paar Holzstämme ranken. Ey, Günni, ich brauch nochmal ein paar Holzstämme. Oh Mann. Aber auch den letzten Livestream verpasst, ist was Interessantes passiert. Also kannst du natürlich noch nachschauen, ne? Ist ja als VOD verfügbar. Wir haben eine neue Runde in Knights of Honor 2 angefangen. Oh boy. Die sehr, sehr wild war. Die war wirklich cool. Wo ist die Stelle, wo du jetzt mit der Palisade weitermachst? Hier oben bei der Jagdhütte. Gibt's einen Clip von der Apothekenstory? Der hat Tim ganz am Anfang erzählt. Ich weiß nicht, ob das jemand geklippt hat. Bei mir im Video müsste es auch da sein, aber da müsst ihr ja noch warten, bis es kommt. Ja, oder ihr guckt's bei Tim im Stream nochmal. In 6 Monaten. Das ist wahrscheinlich nächste Woche schon. Irgendwann nächste Woche müsste es sein, ja.
Holzstamm da. Bitteschön. Boah, gut, wir holen seinen Stamm raus, jawohl. Heißt, so ist Kurga überhaupt drauf gekommen, dass er noch Holz braucht. Also gerade am Waschen im Waschzuber. So ausgezogen nach unten geschaut. Apropos Latte. Und wenn, ich brauche noch Holzstämme. Alter, was ist denn mit dem Albert los? My uncle had been der Albert, Alter. So möchte ich mir auch mal durch die Gegend bewegen. So ein gebückter Haltung. Albert Einsteine. Durch die Gegend gleitend. Also, wenn du hier durch der Fackel durch die Höhle läufst, das ist so ein ganz kleines bisschen The Forest Vibes. Ich muss sagen, ich hatte das mal früher gespielt, so ein paar Stunden. Also gut, so wie ich Tim Kurga kenne und seine nicht unbedingt Zuneigung zu Horrorspielen, ich glaube, The Forest ist nichts für dich. Weil nee, tatsächlich, Forest war für mich kein Horrorspiel. Forest war für mich so ein schlechteres Survival-Ding einfach nur. Also ich habe das wirklich so 10, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf Steam habe, aber ein paar Stunden habe ich da schon. Aber mich hat das nie gecatcht. Ich habe immer diesen riesen Hype um The Forest halt nie verstanden, muss ich ehrlich sein. Also ich muss sagen, ich habe bei The Forest extrem das Logistiksystem gemacht. Das vermisse ich hier ein bisschen. Dass du die Holzstämme wirklich, also nicht, dass du die einfach ins Inventar gepackt hast, du musstest die wirklich auf den Kahn verladen und physisch von Ort A nach B bringen und du musstest sogar eigene Lager dafür bauen. Also dieses ganze Logistiksystem in The Forest fand ich mega gut und grundsätzlich das Bausystem auch ganz nett. Da habe ich auch schon meine Burg gebaut gehabt. Lief ganz gut, aber ja, das war eigentlich ein Nebenteil des Spiels, weil Hauptteil war, dass du eben diese Höhlen erkundest und diese Horrorelemente, die drin sind. Das war schon nie gemacht. Ja, dann meine ich ja. Deswegen gerade diese Elemente kann ich mir echt nicht für dich vorstellen, weil das sind schon ein paar böse Stellen dabei in dem Game, was Horror angeht. Ach, echt, findest du? Ja. Okay. Was hast du denn an Horrorelementen gesehen in dem Spiel, Burger? Das ist schon zu lange her, kann mich nicht dran erinnern. Aber ich habe mich halt immer furchtbar darüber aufgeregt, dass man halt irgendwie das Bauen hat irgendwie nicht so. Also ich weiß nicht, was heißt aufgeregt? Ich fand's halt einfach langweilig. So vom Spielprinzip her. Ich habe da ein paar Spielstunden immer wieder, ich habe da mal 1, 2, 3 Runden gestartet, auch mit anderen Leuten und so. So ähnlich wie wir es jetzt hier mit Medieval Dynasty hatten. Und irgendwie, das war die ersten 2, 3 Spielstunden immer noch ganz witzig und so, und dann irgendwann hatte ich die Lust einfach verloren. Also das hat mich einfach nicht länger gehalten irgendwie. Was wir da jetzt damals immer gemacht haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass da auch diese Viecher rumliefen und diese sechsbeinigen Kreaturen und so, aber das hatte ich jetzt irgendwie nicht so als gruselig in Erinnerung. Nee, also, das auf der Oberfläche ist eigentlich ganz normal. Die gruseligen Sachen sind immer in den Höhlen drin. Okay. Aber ich fand das Ende halt schon wirklich richtig gut. Ja, ich habe mich halt auch nicht spoilern lassen. Ich habe es halt selber erlebt halt. Das war schon cool. Ja, ging mir auch so. Als ich das auch habe, dann. Ich habe auch mit Leuten gespielt, die mir das extra nicht gespoilert haben. Da habe ich es auch das erste Mal so quasi Vanilla erlebt. Das war schon nicht ohne. Bei mir wird auch geschrieben, ganz ehrlich, in The Forest war der Horror nur Nebensache. Für mich habe ich nur gebaut. Ja, ganz ehrlich, das war auch bei dem Spielstand, was ich ja mal gezeigt habe, wo ich auch diese Burg dann aufgebaut habe. Die Folge hieß ja so schön, wir haben Timmy, na und, wir haben eine Burg. Scheiß auf das Kind, ich habe eine Burg gebaut. Das hat sich irgendwie nicht so vertragen, dass das Spiel so einen starken Story-Fokus hat, aber du so ein ultrafreies Bausystem hast. Das nimmt da so ein bisschen die Dringlichkeit raus quasi, dass du ja eigentlich nach deinem Sohn suchst. Aber ansonsten fand ich für Forest einen ziemlich gut. Den zweiten Teil, jetzt wurde auch ein Final Release, das könnte ich mir auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Aber ja. Da haben wir auch coole neue Sachen gemacht, wie diese Seilrutsche zum Beispiel, an der du ja auch die Baumstämme runterschicken kannst und so. Das ist schon cool. Hier ist ja der Esel. Ja, Wermut, ich habe den Hype halt auch nie verstanden. Genauso wenig, wie ich den Hype um Cyberpunk nie verstanden habe. Der Haupthype vom Cyberpunk kam einfach nur daher, weil CD Projekt Red war, die mit Witcher ja, genau. So bekannt waren. Ich glaube, hätte es irgendein anderer Entwickler gemacht, wäre das bestimmt nicht so gehypt gewesen, das Game. Und weil sie fucking Keanu Reeves drin eingebaut haben. Gut, und das auch, ja. Keanu Reeves. Ja, der ist als Charakter drin. Ja, ich glaub's ja. Kurga, glaub's mir doch. Keanu Reeves. Du musst googeln, Kurga, wenn du es nicht glaubst. Ist das nicht der immer Leute tötet, nur weil die Hunde nicht mögen? Ne, das bin ich. Ach so. Ach, bist du so hundelieb? Also schon, ja. Also, sagen wir es mal so, das ging eine Zeit lang wirklich... gut, okay, aber das geht den meisten so. Wenn in Filmen Tiere sterben, nimmt es einen emotional mehr mit als Menschen. Ich glaube, das ist aber allgemein so. Das stimmt wirklich, ja. Das ist tatsächlich nicht, wo man sagen muss, man ist extrem tierlieb, sondern einfach irgendwie trifft es härter, weil du es einfach so gewohnt bist, dass Menschen sterben in Filmen. Immer fest, ist nicht eigentlich jede Geschichte aus der griechischen Mythologie irgendwie weird? Es sind schon lange 3 Themen weiter, aber ja, du hast recht. Sohn ist gleich Enttäuschung, Burg ist gleich Vermächtnis. Ja, so sieht's aus.
Könnt ihr gerade pennen gehen, oder? Ja, ich komme jetzt zurück. Ich bin schon längst drin. Nice. Sehr gut, Utfin. Und schlafen sich auch. Achso. Du schläfst also immer, während du in deiner Mulle bist, ja? Okay, verstehe. Ich finde es auch lustig, wie da steht, Utfin versucht, die Jahreszeit zu überspringen. Das versuche ich in Relive auch oftmals, aber es funktioniert einfach nicht. Oh, vor allem im Sommer, ey. Vor allem ja, im Sommer möchte ich wirklich. Also jeder, der eine Dachgeschosswohnung hat, versucht, den Sommer zu überspringen als Jahreszeit. Ich auch, wenn ich nicht keine Dachgeschosswohnung hätte, würde ich den Sommer auch einfach skippen wollen. Na, ich muss gestehen, wenn ich eine Kellerwohnung hätte, dann wäre der Sommer vielleicht wirklich angenehm. Ja, aber du musst ja auch manchmal raus. Ja, okay. Und dann ist ja trotzdem warm. Weißt du, was ich halt überhaupt nicht leiden kann, ist, weißt du, du duschst irgendwie, machst dich frisch und so, bist auch voll fresh und so, und dann gehst du irgendwie raus zu einer Veranstaltung und du läufst 2 Minuten durch die Sonne und dein Rücken klebt schon wieder. Und, oh, da könnte ich kotzen, wirklich. Also das, ich weiß nicht, wie das Menschen vor hunderten Jahren überlebt haben ohne Klimaanlage. Das ist für mich schrecklich. Das ist absolut schrecklich. Gut, ich meine, wenn du das so gewohnt bist in so einem Umfeld, dann gewinnst du dich dran. Aber ja, so gerade so im Bereich Süditalien oder Griechenland oder sowas, wo es ja wirklich richtig heiß ist, da denke ich mir auch so manchmal, oder erst recht so Ägypten oder sowas, wo halt wirklich es ultra heiß ist immer, vor allem im Sommer. Ja. Übrigens, liebe Leute, wir haben einen Eselfohlen bekommen. Oh. Können wir verkaufen. Wie sie da jetzt hinrennen, dieses Kackvieh zu sehen, Alter. Alter, jetzt wäre gerade Jesus geboren worden. Oh, yo, hier. Wie nennen wir es? Fohlen männlich. Ist aber ein komischer Name. Das ist ja auf jeden Fall, das logischerweise sehr, sehr vom Renten Rudi quasi, das sehr wahrscheinlich der Sohn ist. Und von Ramona. Von Ramona, weiß man das? Na gut, steht Ramona steht daneben, hier. Ne? Ja. Dann wärst du. Dann wärst du Rudona. Weißt du, so in dem Krankenhaus, wo ganz viele Kinder, Neugeborene liegen. Ja, wer ist ein Kind ist, das muss von der Frau sein, die steht daneben, Alter. So jetzt Frau. Kindtest. Mutterschaftstest machen. Die Bäume sind jetzt alle nachgewachsen hier wieder, das ist doch super. Das ist nice. Ich würde jetzt mal in die Stadt gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Die Bäume sind nachgewachsen, gucke ich so, ah ja, anyway, schön. Ich würde jetzt mal in die Stadt gehen. Ich gehe mal in die Stadt. Trotzdem werde ich runtergeladen. Um mal die Quest für den Quartiermeister abzugeben, weil wir haben jetzt hier, genau. Ja Leute, das wird heute ein sehr holziger Stream. Ich werde hier viele Bäume fällen und Palisade bauen. Das, weil ich letztes Mal kaum was geschafft habe. Kurgas heute sehr auf dem Holzweg, auf die bei in diesem Stream. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal mehr Palisade abgerissen, als ich aufgebaut habe. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich kann schon wieder nicht rauszoomen. Ich hasse es. Let's go! Wir nennen den Esel Apollo 606. Das war doch hier von Schuh des Manitou. Das war Schuh des Manitou, da hieß doch, glaube ich, ja. Apollo 13, oder was? Apollo 13 hieß der da, genau. Ja. Hat ja auch zu unserer Unterhaltung vorhin ganz gut gepasst, mit den Göttern. Stimmt. Oh, ist der da jetzt schon unterwegs? Oh. Ja, ich bin so. Ich gehe die Straße lang nicht querfeld ein, das heißt, wir werden wahrscheinlich gleichzeitig ankommen. Let's go! Da vorne ist er, Junge. Ja! Dammit! So. Jetzt habe ich hier den Chat aufgemacht. Wie kriege ich den Chat, das Chatfenster jetzt hier wieder weg? Enter, T, irgendwie sowas. Krieg ich jetzt wieder weg, wenn ich jetzt was geschrieben habe? Ne, jetzt krieg das nicht wieder weg. Ach, nö. Escape, einfach drücken. Ne, passiert nichts. Chat, wie krieg ich das wieder weg? Alte 4, genau. Ja. Ah, ich weiß nicht, vielleicht fällt das irgendwann von alleine aus. Ja. Instant Surrender beim Chat zumachen. Boah, der Wutmann, der wetzt hier weg mit dem Esel, Alter. Ja. Das ist nicht mal der rasende Rudi, den ich genommen habe. Ja. Wahrscheinlich habe ich den Esel ja frisch entbunden, deswegen kann er nicht so schnell laufen. Jetzt ist der Chat weg. Da ist noch die Plazenta dran. Ah. Wo müssen wir eigentlich hin für den Dude? Das war glaube ich hier, links, oder? Hier. Ach, warte mal, es war hier vor. Es war hier draußen. Das 65 war Meter hier draußen.
Scheiße. Oh Mann. Aus Fichten kriege ich ja 3 Stämme raus, jawohl. Hier lehnt er so ganz casual an dem Baum. So. Mach den Weltuntergangszauber STG alt entfernen, genau. So, der Lubos. Ich hab da mit Lubosch ausgesprochen. Lubosch? Lubosch. Okay, spreche ich denn einfach. Ich bin beschäftigt. Was hast du getan, bevor es dich nach Piastovia verschlagen hat? Ist das eigentlich die... Nee, ich glaube, das ist nicht die Quest, oder? Der war markiert mit der Quest. Hm. Okay. ich bin von Stadt zu Stadt gewandert, auf der Suche nach jemand Passenden, der meine Talente zu schätzen weiß. Ich habe hier und da Arbeit gefunden, mit Händlern gehandelt, Waren bewacht und Warentrosse begleitet. Ich habe einen guten Teil der Welt gesehen. Du scheinst wirklich viel Erfahrung zu haben. Mit 17 Jahren, natürlich. Du hast es endlich verstanden. Siehst du? Ist doch gar nicht so schwer, jemand anderen wertzuschätzen, anstatt ihm das Gift der Eifersucht entgegenzuspritzen. Spritzen, ey. Je mehr du redest, umso lächerlicher machst du dich. Oh, das sagt gar nichts, okay. Das sagt gar nichts. Ja, das ist wirklich... Was hältst du von... Ja, das ist der wirklich nicht, das ne? Das ist der, glaube ich, wirklich nicht, ne? Nobody calls me chicken. Okay, aber das... Aber da steht... Ah, ich glaube, da kriegt man eine neue Quest von ihm für den Meister, aber... Aber du siehst, der ist markiert, ne? Der ist markiert, ja. Ich guck gerade nochmal wegen Tagebuch. Abliefern an Lubos, ja doch. Hä? Warte mal, dann... Aber da steht jetzt wieder Zwiebeln 0. Oh nein, weil ich sind 5 Zwiebeln vergoren während dem Zeitalterwechsel. Okay. Ich gehe mal schnell zum Marktplatz und kaufe ein paar neue. Ja, ich guck mal, wo der Lubos hier so hinläuft in der Zeit. Ja, halt ihn fest, ich bin gleich wieder da. Weißt du, so Tim wrestelt den jetzt so zu Boden und drückt ihn so mit seinem Knie ins Gesicht, so, wo bleibst du? Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Ich kann zumindest versuchen. Und dann kommt Stan vorbei und sagt, niemand wird hier bekniet, wenn du kniest, gehst du demütig. Oder wie war das, Stan? So war das doch, oder? Falls du noch da bist. Stan, rette mich. Ich versuche ihn zurückzuschieben, aber ich hab's nicht. FBI, wo ist denn die Händlerin? Daniel Nator, grüß dich. Das ist, glaube ich, ein Händler, ne? Der das verkauft. Ach, wo gammelt der Pisser sich denn jetzt hin? Jetzt setzt er sich hier auf die Bank, Alter, mein Gott. Pissner. Jetzt ruhig mal zur Taverne, da haben wir auch Lebensmittel oftmals. Das haben wir denn schon wieder für... Ich guck mal, was wir für ein Verwaltungsproblem haben da in den Gebäuden. Oben in Häusern? Oh mein Gott, der hat doch genau 5 Zwiebeln, was für ein Glück, ey. Einfaches kleines Haus ist kaputt. Von uns ein Haus. Von mir das Haus ist kaputt. Okay. Das ist beschädigt. Das würde mich ja nerven, wenn ich du wäre. Dann repariere ich das gleich. nee, ich war schon, alles gut. So, bei Gewinnung, was haben wir da? Grabungsschuppen hat keine Werkzeuge. Hilfe. Landwirtschaft, da ist jemand in der Scheune. Zwiebeln sind schon ekelhaft. Alter, was? Zwiebeln sind das Geilste, was es auf dieser Welt gibt, neben Knoblauch. Und der Schweinestall ist auch beschädigt. Gute. Ich meine, man muss halt wissen, wie man die isst. Man sollte die nicht wieder nehmen wie einen Apfel und einfach reinbeißen. Das ist nicht zu empfehlen, das stimmt. Der Küche fehlt noch Wasser. So, dein Haus ist wieder fit, Tim. Okay, und der Schweinestall war noch kaputt. Hi, ja, Jonas, ja. Moin. 641. So. Hey, werde ich wahrscheinlich wieder Stroh brauchen. Ich bin jetzt wieder vor Ort. Der ist hier, ja. Ich bin dort bei Lewis. Lubos. Lewis. Lewis. Dass man nach so einer tödlichen Krankheit sein Kind benennt, ey. Pest? Ja, dann schlag ihn mal an. Achso, also soll. Ja, ich glaube, weil du die Sachen hast, ne? Achso, ja. Okay, dann sprich du den. Du kommst nicht mit leeren Händen zurück, wie ich sehe. Ich habe die fehlenden Gegenstände. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe meine auch. Also, es ist vollständig und muss nochmal ausgeliefert. Hm. Okay, mach es dieses Mal einfach richtig. Das kann so schlimm nicht sein. Es ist nicht so einfach. Du musst wissen, ich habe eine Liste. Der Mann hat sie mir gegeben, aber sie ist... ich verstehe sie nicht. Ist ja der Wahnsinn. Versuchst du mir zu sagen, dass du nicht lesen kannst? Einfach großartig. Es war nie nötig. Meister Derwan hat mich mit dem Zettel überrascht.
aber ich habe ihn angenommen. Ich wollte nicht zauderlich auf ihn wirken. Jetzt kann ich nicht einfach einen Rückzieher machen. Er würde sein Vertrauen in mich verlieren. Warum kommt es mir so vor, als würdest du diese Ausbildung hassen? Das ist doch Unsinn. Ich bin extra in diese Stadt gekommen, um unter Dervan zu lernen. Dieser Typ, der dazwischen steht, ey. Komm, ein angehender Quartiermeister sollte lesen können. Du solltest dich mehr anstrengen. Genau. Vielleicht werde ich das eines Tages, aber ich kann es nicht über Nacht lernen. Also hilf mir. Ich brauche diese Anstellung. Er kriegt gleich ein Kind. Pass auf. Die Wursche ist verzweifelt, der kleine Pisser, Alter. Ich hab schon... der kleine Pisser. Komm, Spaß. Ich schieb ihm richtig einen kleinen Piep. Weißt du, von hier auf da snappt's einfach so, hey, hör mal zu, du kleiner Piep, Piep, Piep. Und dann wird er totgeschlagen. Wir verkaufen seine Ware. Okay, ich habe schon eine ganze Menge für dich getan. Was soll ich noch alles für dich tun? Oh mein Gott. Sieh dir diese Liste an und lies sie mir vor. Ich will endlich mit dieser Aufgabe fertig werden. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Weißt du, Lua schon seit 3 Jahreszeiten mit dieser Liste gegangen. Oh, Alter. Okay, jetzt können wir uns darum entscheiden, wie viel wir selbst übernehmen. Und da wir den anscheinend nichts überlassen können, liefern wir alles selbst abkommen, was soll's. Ich will nicht zusehen, wie du wieder alles durcheinander bringst. Auf der Liste stehen nur 4 Namen. Ich kümmere mich selbst drum. So. Tja. Namen, Mr. Käsekuchen. Weil ich wette, wenn wir dem jetzt was überlassen, müssen wir das später irgendwie. Da ist er wieder, Alter. Mr. Käsekuchen. Da ist er wieder, Digga. Triggert dich wieder. Das ist so ein geiler Name, Alter. Alter, warte mal, wo müssen wir das denn jetzt abliefern, Bruder? Kann man nur so einen geilen Namen haben, Alter. Oh mein Gott, müssen wir jetzt in jedes Dorf... Sind das in verschiedenen Dörfern, oder wie? Das ist in verschiedenen, jedem Dorf. Ja, das können wir dann per Schnellreise einfach machen. Ja, stimmt. Na gut, dann treffen wir uns bei der Schnellreisemarkierung. Aber mir wird's gar nicht angezeigt. Wo müssen wir da zuerst hin? Onward. Mr. Käsekuchen. Abliefern an Marslav. Das ist doch hier, 14 Meter, oder? Komm, ich bin drauf klar, das ist doch... Ja, direkt hier müsste doch bei der Mühle müsste doch einer sein, ja genau. Gewaschenes Kinderkleid, Alter, was ist denn er für ein Pedo, ey? Maslav. Nur um Kugger zu triggern, bin ich zurück, ja. Grüße gehen raus. Also, was ich vorhin noch erzählen wollte, mein Highlight aus ADL war 2, wo Sola diesen Stein in Bagatar gestohlen hat. Oben in der Kammer bei dem Druiden. Und ja. Kruger ist komplett ausgeflippt, Alter. Das habe ich gefühlt, ja. Ja, den Stein, aber was auch ein richtiger Contender ist, ist von ADL 1 die Verhandlung, die Kurga mit dem russischen Kapitän hatte, von der Sandabliat. Und der aber später zu einem Spanischen gemacht wurde, weil er den Akzent besser drauf hat. Nee, der wurde von einem Spanischen zu einem Russischen gemacht. Ah, ja, so stimmt, rum, ja. So genau, aber umgedreht, ja, ist richtig. Legendär, der Typ. Okay, ja. Bist du drin im Dialog? Ja. Willst du denn dann sprechen? Weil ich habe wieder den Dialog da drin. Was willst du von einem einfachen Müller? Ich glaube, diese Kleidung war für jemanden aus eurer Familie bestimmt. Du bist zu spät. Das Kleid war für den Geburtstag meiner Tochter bestimmt. Die Feier war vor Tagen. Ich habe mich vor allem blamiert. Alles, das ich für sie hatte, waren Glückwünsche und der Segen meines Vaters. Es wurde an die falsche Person geliefert. Glücklicherweise hat Dervans Lehrling dabei geholfen, es zurückzuholen. Warum sieht es aus, als hätte jemand darauf herumgekaut? Es sollte doch unbenutzt sein! Also im Augenblick spucke ich einfach so einen Haarballen aus, aber so einen Stoffballen. Ja, so eine Katze so einfach so. Weißt du, so während er mit ihm redet, kaut er herum. Ah, komm, Lubas musste es reinigen lassen, nachdem es dem Schmied in die Hände gefallen war. Er hat es als Putz... Oh Gott, er hat es als Putzlappen benutzt. Der Schmied hat was getan? Deshalb war er in letzter Zeit so schlecht auf die ganze Stadt zu sprechen, weil er das Kleid meiner Tochter bekommen hat. Dieser Schwachkopf. Er sollte sich mit seinem Hammer eins überziehen, um seinen Kopf wieder gerade zu rücken. Es ist so gut wie ein Maul, muss nur noch etwas gestreckt werden.
In diesen Zeiten ist es schwierig, sein Kind fröhlich und glücklich zu machen. Ich werde es nicht einfach wegwerfen. Gib es her. Das ist alles, was ich tun konnte. Ich hoffe, es gefällt ihr. Oh. Idiot. So, wen müssen wir jetzt? An Barley müssen wir jetzt. Den feinen Wein. Na gut, der Wein wird ja nur besser, je älter er wird. Also. Genau. Wenn du im Mittelalter einfach fragst, kann mir jemand das Lesen beibringen? Ich bin wie 99,9% der Gesamtbevölkerung Analphabet. Na, ist so. Ich weiß nicht, ob 99,9%, aber ich glaube nicht viele konnten da lesen. Da fuck. What the heck is going on? Also, what the hell is going on? So, bei Stadtbewohnern kam es ein bisschen häufiger vor, aber auf dem Dorf hast du es halt einfach nicht gebraucht. Und der Großteil der Bevölkerung im Mittelalter war halt auf dem Dorf. Ja. Okay. So. Da die Chair. Barleben. So, wir wollen was machen? Wie du willst, mir ist egal. Dann mach du den Barleben. Okay. Fühl dich in unserer Schenke wie zu Hause, mein Freund. Dieser Krug Wein hätte schon vor einer Woche an die Schenke geliefert werden sollen. Ja, in der Tat. Dieser Wein ist eine Spezialität des fruchtbaren fernen Tals. Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet. Irgendwann hatte ich sogar alle Hoffnung aufgegeben. Dein Warten hat sich gelohnt. Lubos, der neue Lehrling, hat den Krug die ganze Nacht über von der neugierigen Menge bewacht. So rum. Das ist wunderbar. Also wurde das ist nicht gebrochen. Ach du liebe Zeit. Das ist ganz richtig. Ist kein Tropfen Regen verloren. Ich bin allein vergeben, Leute. Kann Tim gerade so wie bei so einer Dauerwerbesendung einfach Show, wie er so die Produkte vorstellt. So hat er gerade gesprochen. Das ist der Typ in der Schenke hier, dem die Schenke gehört. Jetzt, der muss das ja ein bisschen bewerben. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie ehrlich wird es in dem Sinn. Wenn wir jetzt einfach sagen, er ist einfach so ein Mischwein aus irgendeinem Zeug, was wir zusammengepanscht haben, ist es die Wahrheit. Aber es ist halt die Frage, ob es rauskommt, wenn wir es einfach sagen. Das ist noch wie neu. Kein Tropfen ging verloren. Also wenn ich check, dass da was raus fehlt, ey. Ja. Wollte gerade sagen, komm, sind wir ehrlich. Lupus hat ihn mit Wein aus der Gegend hier aufgefüllt. Er wollte dir nicht weniger Wein geben, als du verlangt hast. Das ist eine noch viel größere Katastrophe. Er könnte den einzigartigen Geschmack zerstört haben. Ich hoffe, es ist noch irgendetwas vom Original übrig, das ihn sich von der lokalen Plörre abheben lässt. Du wirst Raum brauchen, um dich darauf zu konzentrieren. Ich muss los. Cool. Das ist eine Erleichterung. Gute Arbeit. Ich bin gespannt darauf, ihn zu probieren. Man sagt, dass die Winzer des Tals zu den Besten gehören. Ich frage mich, was ihre Geheimzutat ist. Okay, das war eine interessante Wendung. Dann werde ich deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Pass auf dich auf. Und tschüss. Gott, war der nervig. Okay. Jetzt noch den Sack Zwiebeln. Ach, das war's denn? Den Sack Zwiebeln, das war's. War da nicht noch irgendwas anderes? Ich dachte, es waren vier Sachen. Sumira. Dachte ich auch, dass es vier waren. Bratkartoffeln ohne Zwiebeln ist eine Zumutung. Bratkartoffeln ohne Zwiebeln ist wie Schwesterlecken. Das ist falsch. Okay. Das eskalierte schnell. Ja, das war natürlich auch gerade. Hier, das ist die hier. Wie ist das hier? Sviertormina. Na, wenn du schon so schön dabei bist, Tim, dann sprich dir auch noch. Okay. Wenn du gekommen bist, um dich über die Würze zu beschweren, solltest du wissen, dass ich tue, was ich kann. Ich glaube, dieser Sack ausgewählter Zwiebeln ist für dich. Das merke ich mir als Anmachspruch, der ist gut. Wenn so deine Eier hin, glaube, oh Mann, Alter. Also ich mute mich hier für diese Bratkartoffel-Schwester-Geschichte. Und ihr zieht einfach durch, okay. Ja.
Das ist halt Story-Content, ja, aus mit Evil Dynasty, Digga. Naja. Endlich ausgewählt oder nicht. Eine Zwiebel ist eine Zwiebel. Das reicht mir völlig. Meine Gerichte waren viel zu lange fade, ohne diese entscheidende Zutat. Warum hat der Mann so lange dafür gebraucht? Weißt du, jetzt nippst du so deine Eier in ihren Eierkopf, Digga. Alter. Oh, für die Würze, Alter. Oh, Mann. Das ist besondere, die extra Würze. Die besonderen Muskatnuss-Aroma. Oh, 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 oh. Okay. Hey, nun, da kriegt Aragorn den so. Gut. Das ist wie Aragorn den Eintopf bekommen hat, einfach. Naja. Das ist gut. Weißt du, die Sweet Tomira hat völlig überzeugt. Eiersalzsuppe da, Alter. Das ist gut. Also, nun, wir müssen unsere Vorräte erst wieder auffüllen, nachdem ein Teil davon an die Kühe verfüttert wurde. Zwiebelmilch soll eine heilende Wirkung haben, musst du wissen. Zwiebelmilch? Davon habe ich noch nie gehört. Ich frage mich, ob ich sie zum Backen verwenden könnte. Ich werde Boguslavs Kuhstall einen Besuch abstatten müssen. Du hast mich neugierig gemacht. Ihre Eingeweide sei nicht an den Geschmack gewöhnt, ja, okay. Es ging nicht gut für die Kühe aus. Sie sind krank geworden. Wenn du keinen Dung mit Zwiebelgeschmack brauchst, gibt es keinen Grund, sie jetzt zu besuchen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eine lächerliche Idee ist. Ist dieser neue Lehrling, der sich das Experiment ausgedacht hat... Also was? Wenn ihr dafür keine Zwiebeln verwendet hättet... Hätte ich nicht so lange geschmackloses Essen kochen müssen. Ich nehme den Sack. Alles klar, und die Zwiebeln nehme ich wieder mit. Ich lasse das mal unkommentiert. Ein Versuch war es wert. Mach's gut. Ah, jetzt müssen wir den Holzhammer noch abliefern. Oh Mann, ey. Eine gottlose Runde mit Evil Dynasty. Gottlos. Wie immer. Scheiße. Wir sind immer auf dem Kreuzzug der Demonetarisierung. Ah, ja. Egal wer gewinnt, die Monetarisierung verliert. Oder? Ja, genau. Ja, ist das. Nee, ist der außerhalb? Nee, das ist direkt hier. Okay. Ist das der, oder nicht? Tolles Lava, ja. Der Esel so langsam. Ist das jetzt ein R oder sie? Ist eine Sie, ne? Das ist eine Sie, das ist eine Sie. Hallo, was bringt dich her? Dieses verspätete Paket mit Hämmern ist für dich. Oh Gott, da ist eine Eier da gerade losgeworden. Georg kommt jetzt, auf seinem Ding, Alter. Oh Mann. Das erinnert mich jetzt schon fast an unser erstes Gespräch mit Pedowin damals, wo es um seine Anleitungen ging, ey. Scheiße. Oh Mann, oh, vielen Dank. Keine Sorge, ich suche nach einem Lehrling, der eine große Anzahl Hämmern. Klar, die braucht sie natürlich nicht alle. Allerdings habe ich bisher noch keinen gefunden, also hat mir die Verzögerung nicht geschadet. Well, Lubos hatte sie aus der Sehnsucht als einen Näher geliefert, der sie als Brennholz verheizt hat. Wenigstens haben sie so einen guten Zweck gedient. Ich wusste gar nicht, dass der alte Bratumil eine solche Frostbeule ist. Sag Lubosch, er soll sich keine Sorgen machen. Ich werde mich nicht bei Derwan beschweren. Jeder macht mal Fehler. Und manche öfter als andere. Mach's gut. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt können wir wieder mit. Jetzt können wir noch mit Derwan reden. Wahrscheinlich können wir ihm dann ehrlich sagen, was wir von ihm halten. Alter, mir tun so die Wangen vom Lachen weh, ey. Wirklich, hier musst du aufhören. Also erstmal Stream sofort beenden. Ja. Emergency Cut, Emergency Cut. Wie viel Sexappeal braucht der Stream noch? Digga, wir machen uns gerade erstmal warm. Ja. Oh shit. Ich glaube, der sitzt hier auf der Bank. Ja. Ja. Na, ich kann auch mal hier, ist gut. Okay. Da gaggern selbst die Hühner. Du bist zurück, welche Neuigkeiten bringst du? Ich habe Lubos bei einem Fehler mit den Auslieferungen geholfen, den er gemacht hatte. Ah, ich glaube, du musst zurückgehen.
Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat er aus diesem Schlamassel etwas gelernt? Wir können das zweite nehmen, das klingt halbwegs kompromissvoll. Dein Lehrling hat schließlich sogar angefangen, ein bisschen mitzuhelfen. Und das Hauptproblem lag darin, dass er deine Lieferliste nicht verstanden hat. Ich weiß, dass es ein Problem mit seiner Einstellung gibt. Der Junge sollte lernen, dass nicht jeder Auftrag eine spannende Herausforderung stellt. Manche sind unangenehme Pflichten, die erfüllt werden müssen, um weiterzukommen. Nach allem, was du gesagt hast, ist es nicht allein seine Schuld. Auch ich bin an der zusätzlichen Arbeit schuld, denn ich hatte keine Ahnung, dass Lubos nicht lesen kann. Das ist jetzt wie die Alpha-Telefon-Werbung einfach. Wieder zu Lubos gehen und den zu anschnauzen. Da kannst du nicht lesen, Ars. Es ist nicht groß genug, soll ich vielleicht noch größer schreiben? Da kommt so der andere an, so, Chef, der Junge kann nicht lesen. Kann was? Schreib dich nicht ab, lern lesen und pff, zack, erstmal ins Gesicht eine bekommen. Und wieder besser wieder so als Strafe gezwungen, hier so ein Teller von dieser Suppe, von dieser Smirnoff. Das ist die Höchststrafe hier im Königreich Piestoria. Schlimmer als Todesstrafe, Alter. Weißt boah, du, in der Nacht vor der Verurteilung, also vor der Durchführung der Strafe, bringen die meisten sich noch um, so 9 von 10 Leute nehmen sich das Leben vor der Strafe. Genau, weil die bereitet das dann so, so du. Alter, die 3 ist ja richtig. Schon den Wahnsinn. Alter, die 3 ist schon richtig gemein. Wie wäre es, wenn du ihm einen anderen Meister suchst? Wasserträger könnte zu ihm passen, würde ihn nicht überfordern. Ja, los, dann nehmen wir das. Okay, machen wir das. Er ist extra in den Oxbow gekommen und unter mir zu lernen. Ich kann ihn nicht einfach jemand anderen abstellen. Hör zu, Lubosch ist ein stolzer junger Mann, genau wie sein Vater. Ja, ich kannte seinen alten Herrn, aber ich werde dich jetzt nicht mit dieser alten Geschichte langweilen. Du solltest nur wissen, dass der Junge schon seit Jahren ein Waisenkind ist und viel durchgemacht hat. Ich will nicht, dass er wieder alleine durch die Welt wandert. The taxes here are incredibly high. Scheiße. Okay. Ach komm, sind wir mal mitwillsam. Das wird erklären, warum er so grob und ungehobelt ist, armer Kerl. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Komm uns später wieder besuchen. Du bist immer willkommen. Ist für mich gerade wie so ein Hörspiel, euch zuzuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Oh. Alter, 2400 Dynastie-Reputation gehabt hast. Das war ein bisschen was, ja. Okay, wunderbar. 7500 haben wir. Würde ich mal sagen, haben wir das soweit geschafft. Es gibt sogar eine neue Quest, aber wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich eine Reputation. Oder Eithalter heißt. Wir sollen auf die nächste Jahreszeit warten, steht da bloß. Das. Echt? Warte auf die nächste Jahreszeit. Oh ja, stimmt da. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben das mit dem Quartiermeister geschafft und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.